Jo Freunde, guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video und zwar zum letzten Shop-Video in 2019. Ich hoffe, ihr rutscht natürlich nachher alle gut rein ins neue Jahr. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr heute so an Silvester macht. Wir schauen uns jetzt auf jeden Fall gemeinsam den heutigen Vollershop an. Ich klicke direkt mal drauf und zwar, what? Sind die Star Wars Sachen wieder zurück? Okay, schön schon mal zu sehen. Dann eine neue Lackierung sehe ich schon. Und, er ist jetzt endlich da. Die Polarpatrouille, der Eisbär-Skin mit dem einen Auge nur. Ich bin mir auch gar nicht sicher, wie viele Leute sich diesen Skin überhaupt holen werden, weil er halt doch schon etwas breiter ist, sich dadurch nicht so super spielen lässt. Dadurch könnte der Skin aber auch ziemlich selten werden, weil ihr wisst es ja, Skins, die sich wenig Leute kaufen und dann auch erst selten wieder in den Shop reinkommen, die können halt richtig, richtig selten werden. Er hat aber noch ein Backpack dazu. Eisangler. Was ist das? Ist das so ein Schild? Es sieht aus wie ein Schild, aber mit so einem Fisch drauf. Schaut eigentlich ziemlich cool aus. Also, der Backpack gefällt mir. Der Skin ist halt eher so ein Fun-Skin, würde ich sagen. Nicht unbedingt ein Competitive-Skin, aber finde ich auf jeden Fall cool, dass sie mal wieder so größere reinbringen. Sie hatten ja letztens, wie hieß der? Big Spekus Schakus oder so? Irgendwie so, keine Ahnung. Der war ja auch so riesig heftig groß. Und jetzt der nächste dazu. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr diese Art von Skins findet. Ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber finde es auf jeden Fall cool, dass sie halt mal was Neues ausprobieren. Dazu gibt es auch noch eine ziemlich heftige neue Hacke. Und zwar die Fischzapfen. Anscheinend eine doppelhändige Hacke. Hören wir uns mal den Sound an. Achtung. Ja, so ein bisschen Eis und Plätschern. Glitzert auch so ein bisschen noch. Ja, würde ich sagen, ist auf jeden Fall ganz cool. Dann mal wieder den Mecha-Anführer. Für 1600 V-Bucks gibt es dann auch noch diesen Emote hier dazu. Hat der schon immer 1600 gekostet? Bin ich mir gar nicht sicher. Dann noch die Kombo-Klingen. Ja, mit diesem Sound und die Mecha-Team-Lackierung, die sogar animiert ist, für 500 V-Bucks. So, dann kommen wir schon zur rechten Seite, bevor wir uns die Sternparty-neue Lackierung, die ist, glaube ich, neu, anschauen. Erstmal Spielspezialistin und wie immer lasst natürlich gerne auch einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das ja, dies, das. Spielspezialistin aus Season 1, also schon ein ziemlich alter Skin. Habe ich früher recht gern gespielt. Dann als nächstes die Taxifahrerin für 800 V-Bucks. Den ist ja sogar so ähnlich, aber nur in Gelb und mit anderem Kopf gibt. Dann noch die Sternparty für 500 V-Bucks. Die ist, glaube ich, neu. Teil des Silvester 2019 Sets. Wurde in Kapitel 2 Season 1 hinzugefügt. Also in dieser Season wurde die erst hinzugefügt. Heißt also, die wird auf jeden Fall neu sein. Und sie hat so große Sterne drauf, die sich drehen. Boah, ja. Also, wenigstens ist sie animiert, aber ich muss sagen, das ist jetzt nicht so eine besonders epische Lackierung. Ihr könnt ja gerne mal rechts abstimmen, wie ihr den heutigen Shop so findet. Also Top oder Flop, ihr wisst ja oben rechts diese kleine Infokarte. Da könnt ihr mal abstimmen, weil es gibt heute auch noch die Magma-Lackierung. Eine der besten Lackierungen auf jeden Fall überhaupt in Fortnite. Für 700 V-Bucks und die schaut halt richtig heftig aus. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Deutlich mehr als für 200 V-Bucks weniger hier die Sternparty. Da würde ich mir auf jeden Fall erst die Magma hier holen. Dann haben wir noch einfach einhändig. Für 500 V-Bucks, der einhändige Zahnseiden-Dance und als erstes noch die Jazzhände für 200 V-Bucks. So, dann haben wir noch, wie gesagt, die Star Wars Sachen drin. Heute wieder Kylo Ren, Rey und Finn. Warum auch immer die jetzt nochmal zurückgekommen sind, auf jeden Fall sind sie wieder da. Und jo, das war's dann auch schon zum heutigen Fortnite-Shop. Falls ihr neu hier auf dem Kanal seid, lasst natürlich gerne ein Abo da, wenn ihr hier nichts Neues mehr verpassen wollt. Tragt natürlich auch gerne meinen Creator-Code Snoxy ein, wenn ihr mich hier kostenlos unterstützen wollt. Einfach Snoxy dort eintragen. Und dann wünsche ich euch allen heute einen guten Rutsch ins neue Jahr. Feiert alles schön und ja, kommt gut ins neue Jahr 2020. Und dann der nächste Shop ist quasi schon im nächsten Jahr. Also dann bis zum nächsten Jahr quasi und macht's gut. Tschüss! I'm not afraid.